Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns 8 Fehler an, welche ihr am besten in TBC vermeiden solltet. Wenn ihr uns wie immer kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Die wichtigste Frage stellt sich natürlich auch zuerst. Macht euch bewusst, welche Klasse mit welcher Rasse ihr spielen möchtet. Natürlich können wir hier noch Allianz und Horde ergänzen, aber das dürfte vermutlich schon längst geklärt sein. Gehen wir doch einfach mal unsere kleine Checkliste durch. Erstens, legt ihr mehr Fokus auf PvE oder PvP. Zweitens, tanken, Schaden machen oder heilen. Und drittens, möchtet ihr das Beste aus eurem Charakter herausholen oder legt ihr mehr Wert auf Aussehen, habt bereits eine Lieblingsrasse und spielt eher casual. Macht euch also vorher bewusst, was genau ihr spielen möchtet und auf was ihr Wert legt. Im Grunde muss euch aber vor allem die Klasse und eure Aufgabe mit dieser Spaß machen. Welche Rasse ihr nehmt, ist ganz und gar euch überlassen. Wenn ihr nun euren Charakter mit Klasse und Rasse ausgewählt habt, geht's weiter mit euren Berufen. Die Sekundarberufe skillt ihr natürlich alle nach oben, auch wenn es mit Angeln recht zäh werden kann. Jetzt also an die beiden Hauptberufe. Eine schöne neue Änderung in TBC ist, dass euch nun eure Berufe einen erheblichen Mehrwert bringen. Um hier ein kleines Beispiel zu nennen, erhält der Verzauberer Zugang zu speziellen Ringverzauberungen, welche er nur auf Max-Level auf sich selbst verzaubern kann. Allen Nicht-Verzauberern bleibt diese verwehrt. Solltet ihr also euren Stammverzauberer an der Hand haben, lohnt es sich maximal mit euren TBC Best-in-Slot-Ringen einmal kurz VZ zu leveln, euch die Ringe zu verzaubern und im Anschluss wieder zu verlernen. Ob es euch das wert ist, bleibt natürlich euch überlassen. Wenn ihr das Beste aus eurem Charakter herausholen wollt, wird euch hier aber nicht viel übrig bleiben. Lasst uns aber einfach mal kurz auf die jeweiligen Berufe eingehen. Der Alchemist bekommt Zugang zu einem gleichzeitigen Mana- und Heiltrank und zum Alchemistenstein, einem einzigartigen Trinket, welcher euch in der ersten Form einen ordentlichen Stat-Bonus gibt und die Wirkung von Mana- und Heiltränken um 40% erhöht. Der Schmied bekommt je nach Spezialisierung Zugang zu epischen seelengebundenen Waffen bzw. Rüstungen wie dem Boten des Sturms, der vor allem im PvP seine Anwendung finden wird. Der Verzauberer, wie erwähnt, die verschiedenen Ringverzauberungen mit unter anderem 20 Heilkraft oder 12 Zaubermacht. Der Ingenieur kann sich in allen Rüstungsklassen epische Kopf-Items herstellen, wie die Brille aus Hardcoreum oder der Chaos-Prognosebrille. Der Juwelenschleifer kann sich Juwelen in allen Farben mit den besten Werten und exklusive Schmuck und Halsstücke herstellen. Das Amulett des fließenden Lebens und der Dämmersteinkrebs nur als zwei Beispiele. Der Lederverarbeiter stellt mit seinen Trommeln eines der besten On-Use-Items in TBC her. Die Trommeln der Schlacht, um nur die wichtigste Form zu nennen, und natürlich auch weiterhin epische Leder- und Kettenteile wie die Armschienen des neuen Lebens. Zu guter Letzt stellt sich der Schneider mit die besten Stoffsets in den frühen Phasen des Spiels her. Für Hexer und Frostmagier das Eisschattenset, für Heiler das Urmondstoffset und für Feuermagier das Zauberfeuerset. Macht euch also bewusst, welche Berufe am besten zu eurem Charakter passen, um nicht später kostspielig und zeitaufwendig umskillen zu müssen. Als Heiler und Fernkämpfer gibt es etwas, welches meist unterschätzt, aber vor allem vernachlässigt wird, und zwar die Verteidigungsfertigkeit. Sobald ihr Level 70 seid und diese noch nicht auf 375 geskillt habt, solltet ihr das umgehend machen. In manchen Fällen wird es vorkommen, dass ihr Aggro zieht und manchmal ist es sogar unvermeidbar. Die Ogre in Gruuls Unterschlupf zum Beispiel chargen einen Spieler random an und wenn euer Skill hier nicht Max ist, wird es dazu kommen, dass ihr geone-shottet werdet. Sucht euch also einen Mob und lasst euch so lange hauen, bis diese auf Max ist. Mit den Höhlen der Zeit erhält WoW einen neuen Dungeon Hub in der alten Welt in Tanaris. In den jeweiligen Instanzen reist ihr in der Zeit zurück und helft bei entscheidenden Ereignissen innerhalb der Geschichte. Um Zugang zur ersten Instanz, das Gebirge des alten Hügellandes, zu erhalten, müsst ihr vorher eine kleine, aber lange Prequest machen. Solltet ihr auf einem PvE-Server spielen, Glück gehabt, euch steht nicht wirklich etwas im Wege. Für alle auf einem PvP-Server hier unser Tipp. Sobald ihr Level 66 seid, reist so schnell wie möglich zu den Höhlen der Zeit und erledigt diesen Zugangsquest. Der Quest beginnt bei Andormu im Mittelpunkt der Höhle und schickt euch mit der Bewahrerin der Zeit einmal quer durch die Höhle. Das Problem sollte hier offensichtlich sein, eine Begleitquest in einem Dungeon Hub auf einem PvP-Server. Die Quest dauert um die 10 Minuten, in welche ihr von einer anderen Fraktion angegriffen werden könnt. Sobald ihr sterbt, müsst ihr die Quest erneut starten. Also schaut, dass ihr schnellstmöglich die Quest erledigt oder sucht euch eine ruhige Nachtstunde aus und macht sie dann. Ohne die Quest könnt ihr eure Karazhan-Prequest nicht abschließen. Im Laufe des Spiels wurde die Quest durch einige Patches verändert. Wir gehen aber davon aus, dass auch hier die Originalversion erhalten bleibt. Bleiben wir auch direkt bei der Karazhan Prequest. Diese ist ab Level 68 machbar und das sollte auch direkt euer Ziel sein. Sobald ihr also 68 seid,
fangt damit an und schließt sie ab. Je schneller ihr Kader betreten könnt, umso schneller könnt ihr raiden gehen. Natürlich spricht nichts dagegen, die ganze Prequest erst mit Level 70 zu machen. Allerdings könnt ihr hier wertvolle Erfahrungspunkte aus den Instanzen mitnehmen und spart euch somit die Quests in der Scherbenwelt für euren Ruf auf. Was uns auch schon zum nächsten Punkt bringt. In unserem Level Guide haben wir gesagt, dass ihr die Dungeon Quests direkt mitmachen könnt, um euch einen ordentlichen XP-Boost zu holen. Das ist fürs Leveln und vor allem fürs Schnellleveln auch absolut korrekt. Solltet ihr euch auf Level 70 allerdings ein wenig Grind sparen wollen, hebt euch diese und eigentlich auch alle anderen Quests auf und erledigt sie, sobald ihr bei der jeweiligen Fraktion wohlwollend seid. Die bevorzugte Level-Methode ist und bleibt das Dungeon-Leveln und somit habt ihr im Anschluss in allen Gebieten alle Quests offen, um euren Ruf auf respektvoll zu pushen und euren Geldbeutel etwas aufzupolstern. Der Haken an der Geschichte ist folgender. Um später die heroische Version der Instanz spielen zu können, benötigt ihr den entsprechenden Schlüssel, welchen ihr bei der jeweiligen Fraktion ab der Rufstufe respektvoll kaufen könnt. Bei allen niedrigeren Instanzen erhaltet ihr allerdings nur bis wohlwollend Ruf. Somit würde euch nichts anderes übrig bleiben, als die Dampfkammer, das Schattenlabyrinth, die zerschmetterten Hallen und die Arcatraz bis jeweils auf respektvoll zu grinden. Hier spart ihr euch also einiges an Zeit, wenn ihr die Quest im Anschluss macht. Wenn ihr normal levelt, hebt euch zumindest die Dungeon Quests für wohlwollend auf und macht sie im Anschluss. Wählt eure Questbelohnungen mit Bedacht. Die Skillung, mit welcher ihr levelt, muss nicht unbedingt eure Endgame-Skillung sein. Solltet ihr also beim Questen Gegenstände erhalten, passt auf, dass ihr hier die Items für eure geplante Endgame-Skillung aussucht. Schauen wir uns hierzu den Druiden und im Speziellen den Gleichgewichtsdruiden an. Da der Druide mit prinzipiell 4 verschiedenen Skillungen an den Start geht, ist es vor allem hier wichtig, sehr genau aufzupassen und sich die richtigen Items auszusuchen. Solltet ihr also als Bär oder Katze leveln, im Endgame aber Eule spielen wollen, haben wir hier ein paar Quest-Items, auf die ihr besonders Wert legen solltet. Fangen wir mit der Quest der Hundehetzer im Schergrad an. Zur Belohnung erhaltet ihr eine Auswahl an Halsgegenständen und hier besteht vor allem die Gefahr, durch die große Auswahl das Falsche zu wählen. Als Eule wollt ihr natürlich Nataschas Gluthalskette mit 15 Int, 10 Zauberkrit und 29 Zauberschaden. Falls ihr als Heiler in einer Gruppe levelt, springt euch vermutlich als erstes Nataschas Wächterkordel mit 55 Ethil an oder wenn ihr als Katze oder Bär spielt, Nataschas Kampfkette oder Nataschas Halsreif. Ihr seht schon, die Auswahl und vor allem als Druide ist groß und kann schnell zur Fehlauswahl führen. Bereitet euch also im Speziellen auf eure gezielte Endgame-Skillung vor, denn allein die Eule kann sich durch Quest-Item ein ganzes Gear an Pre-Raid-Biss-Items zusammenstellen. Wir verlinken euch in der Beschreibung eine Liste mit allen Pre-Raid-Biss-Items für alle Klassen und Skillungen. Zu guter Letzt schauen wir uns die Fragen aller Fragen in The Burning Crusade an. Aldor oder Seer? Vorweg, dieser Punkt richtet sich eher an die Min-Maxer unter euch, denn wenn man ehrlich ist, sind die Unterschiede so minimal, dass es im Casual-Bereich keinen großen Unterschied macht. Wir hatten es in einem unserer letzten Videos bereits angesprochen. Melees und Heiler zu den Aldor, Caster zu den Seer. Jetzt schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Die Itembelohnungen vor Ehrfürchtig, einmal außen vor gelassen, ist der wichtigste Unterschied hier, die Schulterverzauberungen auf Ehrfürchtig. Die große Inschrift der Disziplin der Aldor mit 18 Zaubermacht sowie 10 Zaubergrit gegenüber der großen Inschrift der Kugel bei den Seern. 12 Zauberschaden und 15 Zaubergrit. Caster wie Magier, Hexenmeister, Eulen oder Schattenpriester fahren mit der Seher-Variante besser. Weniger Plusschaden, dafür 50% mehr Crit. Großen Inschrift des Schutzes der Aldor mit 15 Verteidigungswertung und 10 Blocken gegenüber der große Inschrift des Ritters der Seher, 15 Blocken und 10 Verteidigung. Tanks fahren zu 99% mit der Aldor-Variante besser. Solltet ihr allerdings mit dem Paladin AOE farmen wollen, würde sich die Seher-Variante anbieten. Die große Inschrift des Glaubens der Aldor mit 33 Ethil, 11 Zauberschaden und 4 MP5 gegenüber der großen Inschrift des Orakels der Seher mit 22 Ethil und 5 MP5. Hier liegt es eigentlich auf der Hand. Heiler zu den Aldor. Die Stats sind einfach in allen Belangen besser. Die große Inschrift der Rache der Aldor mit 30 Angriffskraft und 10 kritischer Trefferwertung gegenüber der großen Inschrift der Klinge der Seher mit 20 Angriffskraft um 15 kritischer Trefferwertung. Mit Ausnahmen wie zum Beispiel der Dolchschurken ist hier für alle Nahkämpfer die Aldor-Variante am besten geeignet. Macht euch also, bevor ihr die Quest annimmt, welche euch zwischen beiden Fraktionen auswählen lässt, bewusst,
welche Fraktion für euch die richtige ist, denn der Weg auf Ehrfürchtig ist lang und hart und kostet einiges an Zeit. Wir hoffen, ihr könnt mit diesen Tipps einige Fehler vermeiden und euch euren Start in der Burning Crusade so angenehm wie möglich gestalten. Schreibt uns doch gern in die Kommentare, welche Themen zu TBC euch interessieren und welche Videos ihr euch wünschen würdet. Bis dahin, vielen Dank fürs Dranbleiben und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.